So eine schöne Zigarre. Heute soll es aber nicht nur um die Schönheit einer Zigarre gehen, sondern um das, was drinsteckt und in dem Falle ein besonderer Tabak. Genau, es geht um die Frage, was ist eigentlich Anduyo-Tabak? Und in dem Rahmen stellen wir die Simón Beltré-Zigarren aus der Dominikanischen Republik vor, weil hier steht es bei einer Vitola sogar drauf, die Simón Beltré Anduyo, die ist nach dieser Tabaksorte benannt, wobei es handelt sich nicht wirklich um eine Tabaksorte, sondern es ist ein besonderer Tabak. Es ist ein altes Herstellungsverfahren, so wie es die Ureinwohner der Domrep oder der Karibik schon verwendet haben, so wie die damals fermentiert haben. Und zwar hat man hier nicht mit einem Erhitzungsprozess gearbeitet, also indem man Tabake aufschichtet und dann kommt es zu einer Fermentation bedingt durch ansteigende Temperatur, sondern das ist ein Verfahren, wo man Tabakblätter in die Blätter der Königspalme einwickelt und so wie so einen ganz langen Zopf im Prinzip macht, das unter Druck setzt, indem man das sehr fest zuzieht und dann hat man über viele Monate eine Kältefermentation. Das sorgt aber dafür, dass die Tabake nicht so gut, auf jeden Fall nicht so schnell fermentieren. Und dadurch sind es immer sehr kräftige Tabake und deswegen kann man keine reine Anduyo-Zigarre beispielsweise produzieren. Und auch bei der Simón Beltré ist der Anduyo-Tabak nur in der Einlage vertreten. Man sieht hier auf der Banderole auch wunderschön alle Tabake, die verarbeitet werden. Und Deckblatt ist zum Beispiel, kommt aus Ecuador und es sind noch viele andere Tabake. Aber man kann den Tabak tatsächlich ein bisschen rausschmecken mit seiner Kraft auch. Simón Beltré macht aber auch noch andere Zigarren, die vielleicht mehr für Einsteiger geeignet sind, zum Beispiel die Cuatro Caminos oder mittlerweile auch eine sehr beliebte Zigarre ist die CSZ, die steht für Chocolate Suisse, also Schweizer Schokolade, weil sie den Master Blender eben an Schweizer Schokolade erinnert hat, als er die zum ersten Mal probiert hat.